Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Onkel hat mir hier so ein paar Trails empfohlen von Komoot und wir gehen das mal abchecken. Außerdem habe ich ja, wie ihr im letzten Video gesehen habt, mein Fahrwerk neu eingestellt und das ist jetzt der erste Trip auf den neuen Einstellungen sozusagen. Also ich werde euch am Ende Feedback geben, wie das Ganze sich so anfühlt. Gerade eben so ein paar Bunny Hops probiert. Das war schon ein bisschen anders, aber jetzt gehen wir erstmal auf Trailsuche. Im ersten Schritt, wie ihr seht, schon mal den Wald gefunden. Ist immer gut, wenn man schon mal den Wald findet. Ja, jetzt gucken wir mal, wo hier unten was rauskommt. Und vielleicht können wir sogar einen Trail hochgehen, um den so vorsichtig zu scouten. Und ich glaube, hier rechts von uns sieht schon ganz gut aus. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal aus wie ein Trail. Aber Trail hochschieben macht man ja eigentlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal ein Stückchen weiter hoch, gucken wir, wo wir rauskommen. Und die ganzen Trail-Ausgänge haben wir tatsächlich gefunden und wir wollen jetzt nicht hochlaufen wie die Kids, die wir gesehen haben, sondern außenrum, vielleicht finden wir auch noch den einen oder anderen Trail. Und es sieht schon so aus, ob hier auf jeden Fall viel abgeht. Allerdings die eine Hälfte des Waldes irgendwie Naturschutzgebiet, wie da vorne so ein Schild uns gesagt hat. Deswegen schieben wir jetzt mal ganz hoch, gucken, ob wir da einen Eingang finden und dann mal sehen, ob man die ein paar Mal fahren kann. Also Leute, wir haben es gefunden. Ich muss sagen, der Weg hoch geht echt klar. Man ist schon ein bisschen steil, ein bisschen anstrengend, aber kein Vergleich zu Lüderich. Und wie es aussieht, kann man hier verschiedene Streckenabschnitte immer ganz schön fahren. Das ist immer nice, weil man halt mehrfach einfach das Ding fahren kann. Boah, von da oben geht es auch noch runter. Ja, ich würde sagen, ich suche mir jetzt den ersten Einstieg und dann fahren wir eine kleine Runde. Bis gleich auf der GoPro. So Leute, Trail-Einstieg gefunden. Ja, ich würde sagen, wir fahren das mal locker ab. Ich bin richtig gespannt, wie das Fahrwerk jetzt sich verhält. Auf jeden Fall wieder ein bisschen tretlastig hier. Ja, und wie das so oft ist, war die erste Abfahrt eine richtige Katastrophe. Ich habe mich dann aber dazu entschieden, diesen Abschnitt hier mehrfach zu fahren, damit ich den wenigstens einmal irgendwie einigermaßen fahren kann. Zweite Runde. Die zweite Runde lief dann definitiv schon besser, aber immer noch nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, ich fühle mich jetzt gut damit und ich will auch nicht immer die Schuld dann auf die Trails schieben. Deswegen einfach noch eine dritte Runde. Kleinen Passage durch den Wald, der so ein bisschen ja wurzelmäßig unterwegs war, kam ich dann endlich zu der Stelle, die mein Onkel eigentlich, glaube ich, gemeint hatte. Und was mich da erwartet hat, hat mich wirklich überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, kannst du ruhig machen. Ich glaube, das ist der Sprung, den mein Onkel meinte. Denn was man dann hier findet, ist so ein klein bisschen Bikepark-Feeling. Ihr findet ein paar Tables und einige Lines mit Anliegerkurven und so eine kleine Line mit noch einem kleinen Drop. Und in diese wollte ich mich jetzt so nach und nach reinfuchsen.
Hi. Yes. Also alles in allem ein echt schöner Spot. Und leider, bevor ihr jetzt fragt, ich gehe mal davon aus, dass das hier eigentlich wieder so ein Secret-Spot ist, der halt möglichst secret auch bleiben soll. Deswegen werde ich euch leider keine Kommentare beantworten, wo dieser Spot ist, weil ich dann wieder von irgendwelchen Leuten nur am Ende eins auf dem Deckel bekomme. Allerdings denke ich, dass wenn ihr euch ein bisschen auskennt hier in dem Gebiet, dann werdet ihr es wahrscheinlich auch finden oder vielleicht sogar schon kennen. Und dann, ja, trotzdem viel Spaß. Was hier los ist. Okay. Ah, top. Ich muss sagen, alles in allem mega schön gewesen hier. Und zwar nicht groß, aber dafür schön, schnucklig, klein, einige Features und für mich als Anfänger eigentlich wirklich perfekt. Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass die Jungs, die das sich hier zusammengezimmert haben, möglicherweise gar nicht wollen, dass das Ganze irgendwie groß offiziell wird. Das ist natürlich eine Diskussion, die schon unter vielen Leuten besteht. Soll man sich jetzt die Plätze teilen oder nicht? Aber schreibt gerne mal eure Meinung dazu einfach in die Kommentare. Yo Leute, ihr seht, Fahrräder wieder eingepackt. Ich muss sagen, echt nicer Spot. Man kann als Anfänger gut üben, auch für mich. Der Weg hoch ist nicht so anstrengend. Auch nach einer kleinen Abfahrt hochschieben ist nicht so wild. Es gibt dort, wie ich jetzt gesehen habe, 3 Lines und halt oben und ganz unten noch so Downhill-mäßig. Es gab da auf jeden Fall mal noch viel mehr Lines. Ich weiß nicht, wie das ist. Es ist auf jeden Fall ein Privatgrundstück. Steht da so ein Schild dran. Dass man halt ja selber haftet bei Verletzungen, bei bla 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 und so weiter. Aber nicer Spot und zum Thema Fahrwerk. Es war am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber es hat sich jetzt irgendwie doch ein bisschen besser angefühlt als vorher. Es ist jetzt auf jeden Fall alles ein bisschen weicher. Trails, Kurven haben sich am Anfang richtig komisch angefühlt, weil es so weich und fluffig war, obwohl ich gar nicht viel verändert habe. Aber naja, ich denke, es ist eher so eine Gewöhnungssache, wie man sich an das Fahrrad gewöhnt und an das Fahrwerk. Man steht halt dann eine halbe Stunde auf dem Bike und dann passt sich der Körper einfach mehr oder weniger an, glaube ich so. Wenn ich aber mal einen Experten treffe, werde ich ihn das definitiv nochmal fragen, wie man das richtig einstellt. Und yeah, ich hoffe, ihr hattet Spaß auf dem kleinen Einblick, auch wenn es kurz und knapp war. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, bis dann.